Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich geäußert zu einer möglichen rot-grün-roten Koalition. Hören wir mal rein. Wir sehen, dass noch gut 40% der Deutschen unentschlossen sind, noch gar keine Wahlentscheidung für sich getroffen haben. Die schauen noch auch auf die aktuellen Diskussionen. Und das ist ja die Chance, die wir gerade haben, Unentschlossene zu überzeugen, indem wir die Unterschiede deutlich machen. Und es macht einen Unterschied, wer dieses Land regiert, ob eine bürgerliche Mehrheit das Land regiert oder ob es eben eine linke Mehrheit ist. Und es sind übrigens dann drei linke Parteien, Linkspartei, Grüne und SPD. Und das ist ein Unterschied, ob man Steuern erhöht in einer wirtschaftlich schwierigen Phase oder Investitionen Anreizsteuern senkt, ob wir Arbeitsplätze sichern, ob wir Klimaschutz machen durch Verbote oder durch Technologie. Wir wollen CO2-Neutralität, aber wir wollen CO2-neutrale Mobilität. Ich will das Fliegen nicht verbieten, ich will CO2-neutrales Fliegen. Das ist ein Unterschied, den kann man wählen. Olaf Scholz will die Schulden in Europa vergemeinschaften. Er will, dass der deutsche Steuerzahler für die Schulden Europas gerade steht. Wir wollen das nicht. Schuldenunion oder Stabilitätsunion, auch den Unterschied kann man wählen. Innere Sicherheit, ob man Polizisten unter Generalverdacht stellt, wie Saskia Esken es tut, oder ob wir die schützen, die uns schützen und hinter ihnen stehen im Einsatz. All diese Unterschiede kann man am 26.09. wählen. Und mein Eindruck ist, mit diesen Unterschieden und unseren Argumenten können wir auch noch viele Unentschlossene überzeugen. Ja, wie würdet ihr es finden, wenn eine Rot-Rot oder Rot-Grün-Rot Regierung kommt? Würdet ihr es befürworten oder lehnt ihr Rot-Rot-Grün ab? Also ich bin gegen Rot-Rot-Grün. Ja. Denn ja, das wäre für mich einfach viel zu links Rot-Rot-Grün. Und das wäre halt wirtschaftlich auch ein Ruin für Deutschland, Rot-Rot-Grün. Mehr Steuern. Ja, also ich lehne Rot-Rot-Grün ab. Ich hoffe, dass es auch niemals zu Rot-Rot-Grün kommen wird. Vor allem die Linke, die AfD nur halt in links, mit einer Regierung zu haben, boah, schrecklich. Aber meine Meinung. Findet ihr, dass Jens Spahn im Interview recht habt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und was ihr halt zu einer rot-rot-grünen halt Regierung haltet.